Und damit einen wunderschönen guten Tag hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin der Ronny und heute nehme ich euch mal mit auf die Autobahn. Da sind wir zwar oft, ja, ihr habt recht, aber heute werden wir mal Baustellen mit dem Autopiloten Standard testen. Denn mir ist aufgefallen, auch das hat sich extrem verbessert. Früher wusste er nicht ganz so richtig, soll ich jetzt die gelbe Linie oder die weiße Linie nehmen? Es gibt Situationen, und die werde ich euch heute zeigen, wo man ihn dann besser deaktivieren sollte. Und wenn du hier rund um das Thema Tester nichts mehr verpassen möchtest, lass gerne einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video. So, und da sind wir auch schon auf der Autobahn und hier beginnt sofort eine Baustelle. Wir haben eine kurze Ausfahrt, deswegen ganz kurz gucken. So, Ausfahrt passt soweit. Und jetzt werde ich sofort den Autopiloten aktivieren und da möchte ich dann einmal direkt darauf hinweisen, liebe Zuschauer, ihr wisst es, der Autopilot ist im Beta und das bedeutet, alles, was ihr damit macht, muss überwacht werden. Ja, ich werde es euch hier nochmal einblenden, das könnt ihr auch im Autopiloten unter dem i, könnt ihr euch das alles durchlesen und anschauen. Ganz wichtig, ich möchte nur noch mal darauf hinweisen. So, jetzt schauen wir mal auf die Gegebenheiten. Wir haben jetzt hier gelbe und weiße Linien. Jetzt hier vorne kommt das erste Mal, wo sich das Ganze auch kreuzt. Das Schöne ist dabei, er macht es wirklich hervorragend. Also ich muss sagen, dieser Wechsel von gelb auf weiß, das haben sie mittlerweile sehr gut drin. Ich kann mich da noch an Tage erinnern, da konntest du diese Geschichte nicht, ich betone, gar nicht ausführen, also nicht so, wie wir es jetzt hier gerade erlebt haben. Und wir werden auch gleich noch mal in die andere Richtung fahren, aber hier vorne kommt jetzt gleich noch eine Baustelle, die ich euch ebenfalls zeigen möchte. So, und da sind wir auch schon an der nächsten Baustelle. Ihr seht, ihr kennt diese normale Baustellenführung. Ja, da kommen dann die gelben Linien und die weißen Linien sind natürlich die alten in dem Sinne. Und die gelben Linien, die soll der Tesla natürlich auch lesen. Und das tut er eigentlich in der Regel in den letzten Updates immer besser. Ich beobachte das immer, wenn ich mal eine Baustelle habe, wo ich das mal sehen kann. Und jetzt gerade habe ich hier auf meiner, ich sage jetzt mal, Arbeitsstrecke und auch Heimatstrecke, habe ich jeweils Baustellen. Und da finde ich das ganz gut, dass ich das mal ein bisschen ausgiebiger testen kann. Denn wenn die Baustellen, ich sage jetzt mal, die Linien gut sichtbar sind, dann ist es so, dass er das immer gut macht. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel diese weiße, dicke Linie. Der Tesla motzt jetzt auch nicht. Ihr werdet sehen, wenn ihm das zu ungenau wird, dann springt diese blaue Linie rechts oder links immer mal so ein bisschen hin und her. Das könnt ihr dann bei euch auch dementsprechend direkt sehen. Und ich bin jetzt diese Strecke natürlich schon ein paar Mal abgefahren. Hier kommt jetzt so eine Situation. Jetzt weiß er nicht, welche er nehmen soll. Ja, seht ihr das? Und da müsst ihr aufpassen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Genau wie hier. Er wollte jetzt in der weißen Linie bleiben. Deswegen habe ich ihn ausgemacht. Da müsst ihr noch aufpassen. Also das ist eine Situation, die auf gar keinen Fall, ich sage jetzt mal, ruhig abläuft. Ja? Da müsst ihr immer am besten selber übernehmen. Das kann wirklich ins Auge gehen oder aufs Blech. Ja, und wie gesagt, erinnert euch an die Einblendung, die ich am Anfang euch eingeblendet habe. Ihr seid dafür zuständig, dass nichts passiert. Ganz wichtig. Ja. Also wie gesagt, in gerader Strecke, wo alles wunderbar funktioniert, ist das auch gar kein Problem. Aber ihr habt gerade gesehen, wenn mehrere Linien aufeinandertreffen, weil die meisten Baustellen sind nicht so, wie sie jetzt hier bei mir sind, dass das mal sauber ist, dann hast du eine Stelle, wo das nicht so ist. Aber ja, ich bin die Strecke jetzt mehrfach abgefahren und ich habe das mehrfach beobachtet. Immer wieder dieselbe Reaktion vom Tesla, dass er sich nicht sicher ist und er weiß nicht, welche Linie er nehmen soll. Ganz gefährlich. Also am besten ist es, wenn ihr euch nicht so gut mit dem, ich sage jetzt mal, Autopiloten auskennt, nutzt ihn noch nicht in der Baustelle. Ich weiß, wann ich ihn nutzen kann und wann nicht, deswegen nutze ich ihn auch in Baustellen. Aber bei Strecken, die ich nicht kenne, da bin ich immer sehr vorsichtig. Da schaue ich immer sehr weit voraus. Wie jetzt hier zum Beispiel, jetzt geht die Linie weg. Und eigentlich sollte er jetzt mit der Baustelle mitführen. Das macht er auch ganz gut. Ja. Ihr seht es jetzt hier, also es funktioniert einwandfrei. Aber achtet da bitte drauf, es kann wirklich zu Schwierigkeiten kommen oder auch zu riesigen Problemen, wenn ihr das, ja, sage ich mal, nicht beherzt, diese, ich sage jetzt mal, Augen darauf achtet, wie sind gerade die Linien angeordnet,
das könnte auf jeden Fall problematisch werden. Willkommen zurück auf der anderen Seite. Jetzt fädeln wir uns hier mal eben ein und dann aktivieren wir auch hier direkt wieder den Autopiloten. Wir stellen mal hier auf Max 80, denn hier sind 80 erlaubt. Auch hier wieder die Situation, weiß kreuzt gelb. Er nutzt aber die gelben Linien, weil sie wirklich hervorragend sichtbar sind. Mir ist es aufgefallen, wenn die Linien durchgezogen sind und nicht wie hier links so gestrichelt, seht ihr, dann springt der. Ja, wenn so gestrichelte Linien und durchgezogene Linien sind, dann macht er immer so ein bisschen Probleme. Und da kann ich euch immer nur raten, achte da drauf, denn das kann wirklich gefährlich werden. Und wie gesagt, ihr seid dafür zuständig. Ja? Wenn ihr euch unsicher seid, lasst ihn besser raus in den Baustellenbereichen, denn ihr seht auch hier, er wackelt wieder hin und her. Ich merke das auch im Lenkrad, dass er immer, ich habe das ja hier fest, ich merke das immer, wie er dann so ein bisschen leicht zieht im Lenkrad, weil er nicht genau weiß, welche Linie ist denn jetzt die korrekte. Deswegen ist es jetzt gerade ganz angenehm, hinter dem LKW hinterher zu fahren, also einem Transporter. Da merkt man dann halt, da kann ich halt schneller reagieren, als wenn ich jetzt hier schneller wäre, ne? Nicht wahr? Und ihr seht auch, wie die Linie immer mal wieder so ein bisschen ja, zickt oder zickzack macht. Das ist halt wirklich sehr gefährlich. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr euch da entweder den Autopiloten ausschaltet. Ich mache es dann, wenn es so ungenau ist, mache ich das immer ganz einfach. Ich mache mir den Tempomat immer ein bisschen schneller als der, der vor mir fährt. Oder halt das, was erlaubt ist, so 80, 85, wenn du 80 hast in der Baustelle. Und dann lasse ich mich hinterherziehen. Muss dann allerdings natürlich selber lenken. Ja, ganz klar. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ich möchte nur, dass ihr das wisst. Ja, der wird besser, der Autopilot. Früher konnte der das gar nicht. Ja, da war größte Katastrophe in der Baustelle. Also das konntest du überhaupt nicht. Da ging gar nichts. Und mittlerweile kann er das richtig, richtig gut. So, angekommen an der nächsten Baustelle. Ihr seht übrigens immer an den Baustellen, seht ihr ja immer diese Schilder, wie breit die linke Spur ist. Achtet bitte darauf, wenn du einen Y fährst, der ist 2,14 Meter mit beiden Außenspiegeln. Das heißt also, du bist zu breit für 2,10 Meter, ja? Du solltest da nicht fahren. Du darfst, weiß ich jetzt gar nicht, wie das STVO-mäßig aussieht, aber 2,10 Meter. Ne? So, auf jeden Fall, ihr seht jetzt, hier ist wieder die Führung relativ klar. Jetzt gleich kommt wieder die Situation, dass der Tesla eine weiße Linie kreuzt mit der gelben, allerdings bei durchgezogenen gelben Linien gar kein Problem. Ihr seht auch, wie ruhig die blaue Linie hier, also die Führung ist vom Autopiloten. Er sagt, gar kein Problem, erkenne ich, wir fahren hier lang, gar kein Problem. Aber was mir halt immer wieder auffällt, ist, dass er bei gestrichelten immer wieder, ich habe es ja vorhin eben schon gesagt, immer wieder so ein bisschen unruhig wird. Ja? Also da ein bisschen drauf achten. Und jetzt hier, seht ihr, jetzt kommt hier Ausfahrt der Baustelle. Ja, wir kommen jetzt hier wieder raus, auf die normale Autobahn. Alles gar kein Problem, macht der Tesla wunderbar. So, ich hoffe, dass dieses kleine Video natürlich dir wieder einmal hilfreich war. Wenn dem so ist, lass mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, wenn du hier rund um das Thema Tesla nichts mehr verpassen willst. Denn ich mache immer solche Tests. Ja, ich werde weiterhin dranbleiben. Wie entwickelt sich der Autopilot? Wann bekommen wir ungefähr die Software, die jetzt aktuell schon als FSD im Einsatz ist? Weil wir bekommen ja, wenn du den Standard-Autopiloten hast, so wie ich ihn habe, bekommst du eine abgespeckte Version davon. Der fährt auf gar keinen Fall autonom. Das habt ihr ja gesehen am Anfang, was ich euch eingeblendet habe. Achtet auf jeden Fall darauf, denn das ist lebenswichtig. Und natürlich auch für deine Versicherung. Schreib da mal gerne deine Erfahrungen in die Kommentare. Wie verhältst du dich auf der Autobahn bei Baustellen? Nimmst du ihn dann raus, den Autopiloten, oder sagst du, nee, ich habe dasselbe Verhalten wie bei dir, ich beobachte es auch? Schreib es gerne in die Kommentare. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag, morgen, Mittag oder Abend. Oder wenn du jetzt zu Bett gehst, eine angenehme Nacht. Wenn du jetzt noch ein weiteres Video schauen willst, dann kannst du hier oder hier klicken. Und dann kannst du dir noch ein weiteres Video von mir anschauen. Und jetzt bin ich raus. Cheers.